Die Getreidebestände haben sich in den vergangenen Wochen weiterhin gut entwickelt. Vor diesem Hintergrund geht der DAV erneut von einer durchschnittlichen Getreideernte in Höhe von 47,6 Millionen Tonnen aus. Zum Vergleich, das enttäuschende Vorjahresergebnis von 38 Millionen Tonnen wird damit um 25% übertroffen. Allerdings hat das kühle und wechselhafte Wetter in den letzten Wochen dazu geführt, dass der Vegetationsvorsprung von fast 3 Wochen, den wir noch Mitte März feststellen konnten, sich nahezu vollständig aufgelöst hat. Von einer drohenden weiteren Dürre möchte ich derzeit noch nicht sprechen, denn bislang ist alles in Ordnung. Richtig ist aber, dass die Getreidebestände in den kommenden Wochen auf eine ausreichende Wasserversorgung angewiesen sind. Und das heißt im Norden, im Nordosten, wir brauchen ausreichende Niederschläge. Warum? Dort sind die Niederschlagsdefizite durch die letzte Dürre noch nicht ausgeglichen. Lediglich der obere Bodenbereich ist feucht, darunter ist es einfach trocken. Auch die Rapsbestände haben sich trotz schwieriger Startbedingungen im vergangenen Herbst gut entwickelt. Allerdings werden die Spaziergänger in diesem Jahr deutlich weniger gelbe Felder sehen, denn durch die große Trockenheit im letzten Spätsommer hat sich die Anbaufläche um mehr als 25% reduziert. Vor diesem Hintergrund gehen wir von einer Ernte in Höhe von 3,2 Millionen Tonnen beim Raps aus. Dieser Wert unterschreitet das enttäuschende Vorjahresergebnis von 3,7 Millionen Tonnen noch einmal deutlicher.